Erneut Sorge um Erwin Bröll. Der Altlandeshauptmann von Niederösterreich verunglückt am Samstag mit seinem Rad schwer und muss wegen Verdacht auf Gehirnerschütterung über Nacht zur Beobachtung im Spital bleiben. Passiert ist der Unfall beim sogenannten Legendenrennen, ein 50 Kilometer langes Radrennen im Rahmen der Wachauer Radtage, an dem die ehemaligen Größen des Radrennsports und andere Prominente teilnehmen. Demnach kommt der passionierte Radler Bröll nach etwa 25 Kilometern bei Maria Langeck im Bezirk Krems auf nasser Fahrbahn zu Sturz. Die Ursache ist ein geplatzter Reifen. In einer Kurve verliert Bröll die Kontrolle über sein Rad und stürzt. Der 71-jährige Bröll, der kurzzeitig auch das Bewusstsein verliert, wird umgehend notärztlich versorgt und mit der Rettung ins Spital Krems gebracht.